Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Anja von kinderfantasiereich.de und heute möchte ich euch zeigen, wie man am besten Rüben einlagert. Und zwar muss ich dazu erstmal meine Rüben ernten. Wir haben jetzt Ende Oktober und es kommt bald der Frost und deswegen müssen die Rüben raus, sonst erfrieren die uns im Boden und dann haben wir leider nichts mehr davon. Damit die jetzt noch eine ganze Weile lagerfähig sind, haltbar sind, werden die dann in Sand eingelagert. Und das zeige ich euch gleich. Jetzt erstmal zur Rübenernte. So, hier vorne stehen noch unsere Physalis. Die werden leider nicht mehr alle reif werden. Schade eigentlich, weil das sind echt extrem viele noch hier. Aber da hinten, wenn man das jetzt hier sehen kann, da hinten sind unsere roten Rüben und die werde ich jetzt mal abernten. Tolle rote Beete. Die werden jetzt ein bisschen von der Erde befreit und dann wird das Blattgut entfernt. Übrigens kann man aus den Blättern, die kann man spinatähnlich verwenden, die kann man auch essen und kann die einfach garen wie Spinat. Und zum Beispiel zum Spinat oder genauso ähnlich wie Spinat zubereiten und dann essen. So, ich habe jetzt hier die Blätter entfernt und jetzt werde ich die erstmal alle abernten. Ich mache jetzt hier mal die erste Zwischenbilanz. Ihr seht, der Bottich ist schon voll. Hier sind bereits 45 rote Rüben bereits drin. Und es kommen noch mehr dazu. So ihr Lieben, wie ihr seht, alles ist abgeerntet. Meine Finger sehen auch danach aus. Keine roten Rüben mehr da, aber noch ein paar Zwiebeln und ein paar Möhren. So, ich nehme jetzt erstmal noch die Zwiebeln mit, schöne Zwiebeln, die werden als Zopf geflochten und getrocknet und können dann gut an einem kühlen Ort, sollte aber nicht zu kalt sein und auch nicht zu warm, gelagert werden und halten sich auch eine ganze Weile. Und dann gucken wir mal nach den Möhren. So, hier haben wir ein paar kleine Möhren. Zum so schnurpsen oder an den Salat sind die alle mal okay. Wie gesagt, im nächsten Jahr sollte ich mal darauf achten, dass ich die Möhren verziehe. Und dann werden die auch größer. Hier zum Beispiel haben wir ein paar Exemplare. Die sind ein bisschen größer geworden. Die sind schön groß hier. Das sind richtig schöne Bio-Möhren. Die sehen gut aus. So, hier seht ihr umgeben von Physalis. Da haben wir auch schon einige geerntet. Die habe ich alle selber gezogen im Frühjahr. Umgeben von Physalis ist hier noch ein kleines Beet mit Pastinaken und Möhren und Zwiebeln. Die meisten Zwiebeln hatte ich auch schon abgeerntet, aber wie ich da vorne gerade sehe, habe ich da auch wieder ein paar übersehen. Die werde ich jetzt noch mit ernten. Und jetzt gucken wir uns mal die Pastinaken an. Was hier wächst, wenn ihr euch wundert, das ist alles Schachtelhalmkraut. Könnte man auch ernten und einen Tee draus kochen. Schmeckt sehr lecker. So, hier haben wir jetzt Pastinaken drin. Mal gucken, wie groß die geworden sind. Das war nicht so gut, das war mein Daumen. Ich glaube, ich sollte mir mal was zum Lockern holen vom Boden. Hier ist schon mal eine Pastinacke. Die sieht ganz gut aus schon mal. So, ich glaube, ich hole mir mal besser ein Werkzeug. Oh, die sieht doch ganz toll aus hier, die Pastinacke. Eine super Pastinacke ist hier geworden. Ganz toll.
Da freue ich mich aber richtig. Okay, man sieht hier, dass die Pastinaken eine riesige Wurzel ausgebildet haben, um nach Nährstoffen zu suchen, weil der Boden wahrscheinlich relativ nährstoffarm ist. Wir haben ja hier auch nicht gedüngt, auch kein Mist eingegraben. Und dann suchen natürlich die Wurzeln nach Nährstoffen und bilden deswegen so eine lange Wurzel aus. Und das ist ja auch das, was gewünscht ist bei den Möhren und bei den Pastinaken, weswegen die auch auf einem nährstoffarmen Grund gezogen werden sollten. So, ihr Lieben, ich habe jetzt hier extrem viele Möhren rausgemacht. Viele sind relativ klein, aber das ist kein Problem. Die kann man mal am Salat essen. Hier das Liebespaar wollte ich euch unbedingt zeigen. Die sind nämlich ganz toll gewachsen, die beiden. Die haben sich fest umschlungen und haben sich ganz doll lieb. So, die werden auch zusammen verarbeitet. Ja, hier haben wir die Pastinaken noch ein paar. Und da sind auch noch Pastinaken, die ich jetzt hier alle gerade rausgeholt habe. Noch ein paar Zwiebeln. Physalis haben wir noch geerntet. Pastinaken, Möhren. So, und jetzt gehen wir noch zu den Kohlrüben. Da hatte ich ja extrem viele Kohlrüben. Die musste ich alle leider rausmachen, weil die alle total zu fressen waren oder mit Krankheiten übersät. Nächstes Jahr mache ich da ein Schutznetz drüber und dann wird das besser. Aber ein paar können wir trotzdem ernten. Da können wir mal Kohlrübensuppe draus kochen. Hier seht ihr die Kohlrüben. Noch ein paar abschließende Worte wollte ich bringen. Hier seht ihr jetzt die ganze Fläche, auf der ich jetzt meine ganzen Rüben abgeerntet habe. Das sind ungefähr 20 Quadratmeter. Und da hatten auch noch ein paar Bohnen Platz, die müssen auch noch weg. Und diese Riesenreihe Physalis. Und was ich euch dazu noch sagen wollte, hier seht ihr den ganzen Laubhaufen. Das sind im Prinzip Pastinaken, Möhren und rote Beete-Laub. Und das kann man auch als Gründünger verwenden. Das heißt, das kann man klein hacken mit dem Spaten und im Herbst jetzt unter die Erde bringen, das heißt unter den Boden. Das muss aber vollkommen bedeckt sein, damit das den ganzen Winter Zeit hat zu verrotten. Und dann ist es ein guter Gründünger. Ich würde es euch aber nicht mit Kohlblättern empfehlen. So, ihr Lieben, ich bin jetzt zurück aus dem Garten und möchte euch jetzt erstmal zeigen, was jetzt hier alles rausgekommen ist aus dem Boden. Und dann werden wir das in Sand einlagern. So, das ist jetzt alles rausgekommen. Das sind ungefähr 50 Stück von den Rote Beete. Da habe ich, wie gesagt, die Blätter entfernt. Und dann haben wir hier noch einige Pastinaken, Möhren, Kohlrüben, Zwiebeln und ja, das reicht erstmal. Die Physalis werden natürlich nicht eingelagert, die sind so zum Knabbern da und die Zwiebeln, die müssen getrocknet werden. So, jetzt fangen wir mal an. Was brauchen wir alles zum Einlagern? Wir brauchen Sand und wir brauchen Gefäße. Als Gefäße eignen sich am besten Emaille-Schüsseln oder Eimer oder auch Plastewannen wie hier. Ich habe jetzt hier eine alte Babybadewanne genommen und das Gemüse wird jetzt hier ausgelagert und dann wird das in Sand eingelagert. So, ich habe mich jetzt dafür entschieden, hier in den Eimern Möhren und Pastinaken einzulagern und fülle dafür erstmal den Boden etwas mit Sand an. So, jetzt haben wir hier etwas Sand drin und dann können wir ganz einfach die Pastinaken hier so verteilen auf dem Sand, schön verteilen. Und wenn die dann halbwegs gut verteilt sind hier dran, dann füllen wir die einfach mit Sand auf. Hops. So, jetzt kann der Sand hier zwischen das Gemüse rieseln und damit wird das Gemüse
gut frisch gehalten, weil der Sand viel Feuchtigkeit speichert und die Feuchtigkeit demnach auch wieder an das Gemüse abgibt und es dadurch nicht austrocknet. So, jetzt ist das hier gut mit Sand gefüllt und da können wir eigentlich noch eine Lage machen. Hier sind ja auch noch mehr Pastinaken. So, füllen wir hier gleich wieder auf. Hier sind jetzt die Physalis noch dazwischen. Die essen wir natürlich so, die werden nicht eingelagert. So. Und dann kann man sich nach Bedarf, je nachdem, wenn man eine Suppe oder einen Eintopf kocht oder je nachdem, oder einen Salat macht, kann man sich dann nach Bedarf einfach sein Gemüse aus dem Keller holen und hat es immer frisch auf dem Tisch. Das hält sich jetzt ungefähr noch, also ich schätze mal 3-4 Monate. So. Und bis dahin sollte es dann auch aufgebraucht sein. Gut, dann hätten wir die erste Schüssel mit Sand schon fertig. Und jetzt können die hier drin liegen und bleiben lange frisch. Und so könnt ihr das einfach machen mit jeglicher Art von Rübe. Also mit den Kohlrüben mache ich das genauso und auch mit den roten Beete. Die rote Beete, die braucht ein bisschen mehr Platz. Dafür nehme ich dann die Babybadewanne. Ihr könnt auch zu Hause einen alten Wäschekorb benutzen oder solche Dinge oder auch einfach in Eimern lagern, wie ich das hier mit den Möhren mache. So, ich hoffe, euch hat das Video was genützt. Wenn ihr auch Interesse habt an noch weiteren Gartentipps oder an Rezepten, wie zum Beispiel ein leckeres rote Beete Püree herzustellen mit Pellkartoffeln und gerösteten Pinienkernen. Das habe ich nämlich letztens erst ausprobiert. Das Rezept findet ihr auf unserer Homepage unter kinderfantasiereich.de. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr mir doch einfach mal einen Daumen hoch oder abonniert uns. Und wir freuen uns. Bis dann!